Ja, hallo, liebe Tennisfreunde, meine Damen und Herren. Da haben wir Jason Stoltenberg, den Coach von Leighton Hewitt und die Eltern des Australiers, Mama Sherilyn und Papa Glenn, gut eingemummt an diesem Abend am Hamburger Roten Baum. Das Dach ist zu, aber eine richtige Halle ist es natürlich trotzdem nicht. Der Wind kann schon noch mal durchkommen. Allerdings im Moment auch noch in den oberen Rängen Sonnenschein. Dennoch, es hat geschüttet und man will einfach den Ablauf dieser Abendbegegnung nicht unterbrechen müssen, wenn die nächste Husche kommt. Dennoch, die Dachfrage am Roten Baum stellt sich. Man hat heute bei geschlossenem Dach angefangen, obwohl es dann 4 Stunden lang nicht einen einzigen Tropfen gegeben hat. Das ist natürlich eine ganz kleine Wettbewerbsverzerrung für die, die in der Halle windgeschützt spielen können. Sicherlich ein Vorteil gegenüber denen, die draußen mit Sonne, Wind, Böen teilweise kämpfen mussten. Der Besuch am Abend gestern waren 4000 da bei der Premiere. Ich würde sagen, das wird es heute Minimum auch wieder geben. Die Halle füllt sich so ganz langsam. Also die letzte Erstrundenbegegnung zwischen Leighton Hewitt und Markus Hanschk, dem echten Bayern aus Dachau kommt er. Dort ist er geboren, steht an. Für Leighton Hewitt sind die großen Plätze, die Center Courts, Alltag geworden. Markus Hanschk hat heute Nachmittag, ich sprach mit ihm, noch gehofft, dass die Spieler auf dem Center Court rechtzeitig vorüber sind, dass er hier noch mal ein bisschen üben kann, einmal die Atmosphäre schnuppern kann, und das ist ihm auch dann gelungen. 20 Minuten lang konnte sich hier mit seinem Bruder Alfred, seinem Coach, einspielen. Da ist also der deutsche Meister. Er eröffnet, der 25-jährige Bayer, diese letzte Erstrundenbegegnung gegen den klarer Fallfavoriten aus Australien. Sehr gut, der erste Punkt gehört Hanschk. Ich weiß gar nicht, ob er solche Kulisse schon mal gehabt hat. Er hat vor 3 Jahren mal in Chennai in Indien im Finale gestanden und auch in Bukarest. Aber ein so großes Stadion, glaube ich, das ist Neuland. Und wenn er ein bisschen nervös sein sollte, dann hätte ich sogar dafür Verständnis. Aber der erste Punktgewinn mag schon beruhigend gewirkt haben. Vom Return an diesen Ballwechsel dominiert Leighton Hewitt. Da muss Hanschk natürlich zusehen, dass er Länge in seinen Grundschlägen behält. Ich nehme an, Leighton Hewitt hat diese eine Begegnung nicht vergessen. Zweite Runde Roland Garros im Jahre 2000. Da führte Hanschk mit 2:1 in den Sätzen. Und dann ging es so ganz langsam bergab. Am Ende von Krämpfen geplagt. Er sagt damals, das war die längste Distanz, die er jemals gegangen war. Aber, Zitat Hanschk, ich war so nah dran. Das war ein typischer Hewitt, der Winner von der Grundlinie. Hat viel Zeit, da die Rückhand zu umlaufen und dann mit der Vorhand zu punkten. 30 beide.
aggressiv, der Australier schon beim Return. Und er hat gleich eine erste Breakchance. Genau das, was eigentlich nicht passieren sollte. Das Publikum meint es gut mit dem deutschen Meister. Schade. Dennoch eine Katastrophe war es nicht. Aber ist natürlich das eingetreten, was zu befürchten war, dass Markus Hansch von Anfang an dem Weltranglisten Ersten, das ist er ja wieder seit gestern, Leighton Hewitt, hinterherlaufen muss. Diese Begegnung vor bald 3 Jahren, da spricht Hansch von seinem größten Erfolg. Und das war doch eine Niederlage. Leighton Hewitt hat Pause gemacht, wir haben das im Vorgespräch gehört. Sein Davis Cup Einsatz gegen sein Sieg gegen Thomas Enqvist im Viertelfinale in Malmö in Südschweden war das letzte Match. Danach hat er auf Anraten seiner Ärzte wegen Erschöpfung, also keine richtige Verletzung, einfach eine Pause eingelegt. Hat ja ohnehin gesagt zu Beginn des Jahres, dass er seinen Spielplan fürs Jahr neu gestalten, neu strukturieren wollte. Will sagen, weniger Turniere, gezielter spielen will. Hat also Monte Carlo sausen lassen, Rom sausen lassen, da gab es viele Punkte. Und durch das frühe Scheitern von Agassi in Runde 1 als Titelverteidiger in Rom ist er automatisch den Regeln entsprechend wieder die Nummer 1. Er hat keine Punkte aus dem Vorjahr verloren. Scheint eine Seite gerissen zu sein bei Markus Hansch. Das ist auch nicht aufbauend, denn er ist mit Sicherheit mit seinem Lieblingsschläger in diese Partie gegangen. 30-0 also Hewitt. Schnell der Australier. Und der sitzt. Das ist natürlich ein anderes Tempo, ein anderes Kaliber als das, was Markus Hansch normalerweise spielt. Hewitt, das Laufwunder mit auf der Tour. Zentimeter zu lang. Im Moment spielt der Deutsche das Tempo durchaus gut mit. Allerdings, er hat bisher die Fehler gemacht, Hewitt noch
fehlerfrei nach knapp zwei Spielen. Der vierte Unforced Error und Hewitt für 2-0 einen Punkt abgegeben bei Aufschlag. Leighton Hewitt zum vierten Mal in Hamburg dabei. Größter Erfolg war das Halbfinale vor zwei Jahren, damals gegen den späteren Sieger Portas aus Spanien ausgeschieden. Vorher übrigens Hewitt. Viertelfinale. Endstation war Marat Safin, der wegen einer Handgelenksverletzung seine Meldung zurückziehen musste für Hamburg. Markus Hansch sagte mir, wenn ich den Australier in längere Ballwechsel reinziehen kann, dann glaubt er, habe er eine Chance. Aber er müsste hundertprozentig da sein. Sonst hat er sich keine Illusionen hingegeben. Wird er hier zweiter Sieger. Und natürlich die Hoffnung, dass Leighton Hewitt die Matchpraxis fehlt. Der war an der Linie. Macht die Faust nach diesem neuerlichen Fehler des Deutschen. Die Möglichkeit zum Doppelbreak. Bisher leider nur vier Punkte für den 25-Jährigen aus Böbrach im Bayerischen Wald. Dort wohnt er heute. Dort wohnt die Familie Hanschk. Kunstschlag und nichts wie hin zum Stuhl, zur Bank. Leighton Hewitt also nimmt dieses erste Match nach fünf Wochen recht ernst und ist recht begeistert, mit diesem Doppelbreak in Führung zu liegen. Die Augen, glaube ich, sagen alles. Dieser unbedingte Wille zum Kampf, der größte Kämpfer. Und das sagte Hanschk auch heute Nachmittag, das wisse er, dass dieser Mann keinen einzigen Punkt verloren gibt. Und sei es auch die Nummer 210 der Weltrangliste, gegen die er spielen muss. Dort ist Markus Hanschk im Moment platziert, ist über eine Wildcard ins Hauptfeld gekommen. Eigentlich eine gute Einrichtung, dass der Deutsche Tennisbund sagt, wer an den deutschen Meisterschaften teilnimmt, und das war in Querscheid im letzten Spätherbst im Saarland. Wer dort Meister wird, der ist automatisch im Hauptfeld am Roten Baum. Also auch eine Art und Weise für die Spieler der zweiten Garde in Deutschland, diese deutschen Meisterschaften attraktiv zu machen. Sein erstes Spiel
seit Anfang April, sagte ich. Es ist sein erstes Spiel auf Asche, hat auch nichts gespielt in der mittel- und südamerikanischen Aschenplatztournee. Die Bilanz von Leighton Hewitt in diesem Jahr: 16 Siege, nur 2 Niederlagen. Noch einmal das geschlossene Dach, obwohl die Sonne scheint. Die beiden Niederlagen von Hewitt in diesem Jahr übrigens: Viertelfinale bei den Australian Open, das hat ihm gar nicht geschmeckt, gegen Younes El Aynaoui verloren, und dann in Miami zweite Runde Francisco Clavette, der Spanier, der älteste im Teilnehmerfeld von Miami, war der Endstation. Allen anderen hat er das Nachsehen gegeben, wenn er denn gespielt hat, der Australier. Das war vielleicht der längere Ballwechsel, von dem Markus Hantsch gesprochen hat. Da sieht er die Chance. Und er ist der zweite nicht erzwungene Fehler. Über diesen Fehler eben kann man natürlich streiten. Das kann natürlich auch durch das mächtige Grundlinienspiel des Deutschen ein erzwungener Fehler gewesen sein. Wollen wir nicht streiten. Da drüben übrigens immer noch, der Sensor hat es gezeigt, LED, aber wo er steht, immer noch ein bisschen Sonnenschein an der Grundlinie durch das sogenannte Marathontor des Center Courts. Fällt da noch Sonne in die untere Etage. Klasse Return von Hans. Ich glaube, das Publikum merkt, dass das hier noch ein bisschen was werden könnte. Er klatscht voll auf die Grundlinie. Davor. Ja, das war richtig, kein Vorwurf machen. Da ist er, hat gut angegriffen, gut vorbereitet. Hier mit der Rückhand viel Druck gemacht. Aber da drüben ist eben einer mit ganz, ganz schnellen Beinen. Der Counterpuncher, der Konterspieler Leighton Hewitt. Gut, dass er sich nicht versteckt. Mit solchen Schlägen, da müssen doch ein paar Steine von der Schulter fallen. Oder wie der Amerikaner sagt, ein paar Affen von der Schulter springen. Er hat eine Chance zu einem ersten Rebreak.
gefahren, Hewitt. Hat sich heute Nachmittag eine Stunde mit Lars Burgsmüller auf einem Außenplatz vorbereitet. Und wie gesagt, vorhin noch mal 20 Minuten auf dem Center Court der Deutsche. Ui, zweimal nicht sauber getroffen. Punkt aber an den Australier. Mit dem Rahmen konnte man gut sehen. Versprungen. Schnell die Kuhle zumachen, ja. Die Eltern von Leighton Hewitt haben diese kleine, mehr war es ja nicht, diese kleine Krise, diesen einen Breakpunkt mit überstanden. Aber immerhin ein Signal von Hansch ist gesetzt. Das Publikum macht ja auch ganz gut mit. Das Hamburger Publikum wird einmal mehr dem guten, dem fachkundigen Ruf gerecht. Sich als Spieler wie Markus Hansch natürlich so seine Gedanken. Diese Bälle kommen normalerweise auf der Ebene, auf der er unterwegs ist, und das ist die Challenger-Ebene, wieder nicht zurück. Aber gut aufgepasst, gut weitergedacht, gut mitgespielt. Da hat er zu viel Respekt vor der Schnelligkeit des Gegners gehabt. Ein bisschen zu zaghaft. Die ersten Aufschläge von der Geschwindigkeit her bei Markus Hansch so zwischen 160, 170 mal etwas drüber, Stundenkilometer. Nicht allzu hart. Und der zweite ist eher von der harmlosen Art. Auf der Linie hingehen, nicht beten, dass der Ball ins Aus geht. Er war draußen, ja. Ich glaube, alle gönnen ihm, dem Deutschen, den ersten Spielgewinn, außer vielleicht sein Gegner. Ja, da ist er wiedergestellt. Mama Sheridan. Mehr als stolz, den
22-jährigen Filius. Klasse. Hören Sie sich das an, das Hamburger Publikum ist klasse. Sie sind gekommen, um Tennis anzuschauen und sie wollen natürlich ein Match. Und wenn Deutsche dabei ist und zurückliegt, dann muss der nach vorne gebracht werden. Fehler von Hewitt und vielleicht ist der Bann ja damit gebrochen. Wenn man die Breakchance mitrechnet, war das seine fünfte Möglichkeit zum Spielgewinn und die hat er dann endlich genutzt. Und ich glaube, jetzt ist erstmal Erleichterung da. Aber liegt natürlich zwei Breaks zurück. Ja, was sonst muss man noch wissen über diesen Markus Hantzsch, der ein ganz ruhiger Vertreter ist. Single, falls das die Jüngeren unter Ihnen, also von der Damenwelt, interessiert. Spielt zum zweiten Mal in Hamburg, hat 99 das Hauptfeld mal erreicht und gegen Slava Dosedil aus der Tschechischen Republik verloren. Sehr athletischer Spieler. Das letzte Match hat er in München bestritten, verlor dort gegen Emilio Alvarez. Das war die Quali. Dies ist sein zweites ATP-Turnier, also die größere Art, hat in Doha zu Jahresbeginn mal die zweite Runde erreicht, nachdem er in Runde 1 gegen den Dänen Kenneth Carlsen gewonnen hat. Spielt viel Challenger. War in diesem Jahr im Finale in Belgrad, aber wenn ich sage, spielt viel Challenger, immer dann, wenn er gesund ist, denn seit anderthalb Jahren zieht sich so durch die Karriere von Markus Hantzsch ein roter Faden, der heißt Verletzung und auch Krankheit. Erst war es das rechte Handgelenk im vorigen Jahr, das ihn zu einem halben Jahr Pause zwang. Und dann hat er ein halbes Jahr schlecht gespielt, sagt er. So ist er aus den ersten 100 der Welt wieder rausgerutscht und heute, wie gesagt, auf Position 210. In den letzten Minuten menschelt Leighton Hewitt doch ein bisschen mehr. Bereits jetzt sein sechster Unforced Error nach fehlerfreiem Beginn.
schön. Viel Topspin in der Rückhand. Und zum wiederholten Male spielt er sie hier zunächst cross und dann wunderbar die Linie hinunter. Mit Ansagen. Der Vater von Tommy Haas sprach ja vorhin von seinem Turnierfavoriten, von Gaston Gaudio mit der wunderbaren Rückhand. Das stimmt, aber spielt sie noch einer so schön? Ein gewisser Tommy Haas. Dem Publikum und auch seinen Eltern, seinem Coach, dann und wann. Er hat sich Hans Gleider zurückdrängen lassen, nachdem er vorher, vor allem mit der Rückhand, mit viel, viel Topspin hoch abspringenden Bällen sich Hewitt weit vom Leibe gehalten hat. Da musste Hewitt doch bei diesem Ballwechsel eben mehrere Schläge, 4-5 Meter hinter der Grundlinie tätigen. 1-5. Nö, kommst du. Love it. Zweiter Aufschlag und die davon gewonnenen Punkte. Bei Hans sieht das mager aus. Also der zweite, ich sagte das. Ist so dolle nicht. Gewinnt nur jeden vierten Punkt. Wieder kein erster. Also rein rechnerisch 3-1 die Chance für Hewitt. Ja, das heißt es. Eine halbe Stunde gespielt. Triple Setpoint blendet die internationale Regie ein. Dreimal Satzball für den haushohen Favoriten. Natürlich nichts anderes war Hewitt. Man wünscht natürlich einem Markus Hansch immer das Beste, aber bei realistischer Betrachtung müsste hier ein Wunder geschehen von Anfang an. Satzball Nummer 2. Ja. Guter Return von Rick Newitt und das war nicht der erste und man sieht richtig den Stolz bei der Mama. 6-1 nach 32 Minuten, eine doch recht deutliche Sprache. Ich glaube, alle statistischen Werte sprechen für den Australier. So, ich habe gesagt, der Bruder ist der Coach, 10 Jahre älter, Alfred. Und bei ihm ist Sascha Bandermann. Vielleicht noch ganz kurz diese Zahlen noch mitnehmen. 38% erster Aufschlag, das ist natürlich ein bisschen sehr dürftig und vom zweiten wollen wir gar nicht erst reden. Also alle Zahlen, zu viel Fehler gemacht, zu wenig Gewinnschläge sprechen für Hewitt. 32 Minuten, jetzt aber Sascha Bandermann mit
Alfred, dem Bruder von Markus Hanschk. Alfred Hanschk, der erste Satz 1-6 gegen Markus. Was sagt der Bruder? Sehr verärgert oder stimmt so ungefähr die Marschroute, die ihr euch vorgenommen habt? Ja, die Marschroute kann nicht stimmen, weil sonst wäre der zweite Satz ja auch schon weg. Aber Jut hat ziemlich gut angefangen. Markus schlägt sehr schlecht auf, die ersten Aufschläge. Und ich denke mal, dass er ein bisschen Panik bekommen hat, dass eben der Satz so schnell weggeht und er nichts machen kann. Also am wichtigsten wäre, dass er jetzt ein paar gute erste Aufschläge reinbringt und zumindest seine Aufschlagspiele mal eine Zeit lang halten kann, um dann ins Spiel zu kommen. Was ist denn überhaupt das Problem gegen Leighton Hewitt? Es ist ja so unglaublich schwer, gegen die Nummer 1 der Welt überhaupt Punkte zu machen. Ist es dieser Druck, den man verspürt, dass man denkt, er ist die 1 und wie mache ich überhaupt einen Punkt gegen den? Naja, er spielt eben sehr solide. Er macht sehr wenig Fehler und man ist selber immer unter Druck. Man muss selber immer irgendwas machen, wenn man einen Punkt haben will. Und in dem Moment, wenn man nicht aufpasst und auch bloß den Ball reinspielt, dann ist gleich der Punkt weg, weil dann ist er sofort da und macht was. Jetzt hat Markus sich aber, das hat auch unser Kommentator vorhin, der Gerd Schepanski, gesagt, er versteckt sich hier aber nicht. Und das ist das Positive. Man merkt auch, die Zuschauer gehen ein bisschen mit, wenn Markus Gas gibt und man einen schönen Punkt macht. Das muss einen, wie Markus, doch auch ein bisschen beflügeln, vielleicht für die Zukunft, selbst wenn es hier mal jetzt zu einer Niederlage kommen sollte. Ja klar, ich meine, gegen Hewitt kann man immer verlieren. Man muss sich nicht verstecken, wenn man gegen Hewitt verliert. Und mal schauen, vielleicht kann er noch was rausholen. Danke. Neue Bälle, Satz Nummer 2. Hoffentlich hat ihm dieser Satzverlust nicht allen Schwung genommen. Mein noch ist Böbrach nicht verloren. Also eine leichte Geste der Hilflosigkeit bei Markus Hanschk eben nach diesem letzten Ball. Hewitt hat jetzt endgültig hier das Zepter in die Hand genommen. Ein sorgloses Spiel zum 1-0. So, und jetzt schlägt so etwas wie eine kleine Stunde der Wahrheit für den Mann, der in diesem Jahr in der zweiten Bundesliga spielen wird für Grün-Weiß Mannheim. Im letzten Jahr verletzungsbedingt keine Bundesliga gespielt. Früher Burghausen gespielt und auch mal 2 Jahre bei Itthof Essen. Alfred,
Früher war die Mutter übrigens auch viel mit unterwegs. Jedenfalls dann, wenn nicht geflogen werden musste. Sie fliegt nämlich nicht. Und beide waren sich einig, heute Nachmittag, eigentlich hätte sie einmal mitkommen können ins schöne Hamburg. Auf seinen ersten Punktgewinn. Blick hinüber zum Bruder. Und dann den Jungen links. Das ist der Mann, der vielleicht die nächsten Jahre dominieren wird. Jetzt aus dem Bild verschwinden. Das ist Rafael Nadal. Den werden wir ihn. Da haben wir Patrick Kühnen. Nadal gegen Moya. Das wird am Mittwochabend um 19.30 Uhr das Spiel des Abends. Moya, der Lehrmeister, gegen seinen mallorquinischen Landsmann, seinen Schützling, der den immer anrufen darf. Zum ersten Mal also nicht nur im Training, sondern in einem richtigen Wettkampfspiel treffen sie aufeinander. 16 Jahre jung. Norm Crist aus Scottsdale, Arizona, muss dahin und dann verifizieren, ob Markus Hantsch seinen ersten Punkt im zweiten Satz gewinnt. Yeah, the ball's out. It is out. That was just a little bit. Out. Just a little bit. Nur ein bisschen, aber das reicht. Keine Frage, der Australier will hier die Vorentscheidung. Der sieht bissig aus von Anfang an. Und wieder kein Erster. Das ist erneut kein gutes Zeichen bei 15:30. Der war besser. Schöner hoher Kick in die Rückhand. Und Returnfehler. Gut. 30 beide. Auch das Publikum ist wieder da. So wie Hantsch sich wieder zurückmeldet. Drei Punkte in Folge. Der fliegende Dachau. Sagt es sehr athletisch, sehr beweglich. Spiel eben von Leighton Hewitt. Er hat den Deutschen da ganz schön auf die Reise geschickt. Da nimmt man gern mal 5 Sekunden extra Pause.
jetzt von Hans. So, als habe er sich das abgeguckt. Wenn man mit solchen Leuten spielt oder trainieren darf, kommt man ja gleich auf einen anderen Level. Und vielleicht hat ja ein Satz gereicht, um sich selbst etwas nach oben zu schaukeln. Wieder Spielball zum 1 beide. Gerade noch gerettet, aber der kommt nicht. Jason Stoltenberg, der Nachfolger von Darren Cahill. Das ist auch schon wieder anderthalb Jahre her. Cahill ja seitdem bei Andre Agassi. Na, vielleicht sollte er häufiger mal hinterher gehen, wenn er so gut wie eben über die Rückhand den Angriff vorbereitet hat. Ah, da blüht noch was in den Augen von Markus. Der erste Doppelfehler in der Partie. Jetzt wissen, was im Kopf von ihm vorgeht. Ich glaube nicht, dass er sich ernsthaft mit einer Niederlage beschäftigt. Gut gegen den Lauf gespielt, ja. Da haben wir mal die Handfaust gesehen. Vierte Möglichkeit zum 1 beide. Nachdem er schon 0:30 zurücklag. Mehr davon. Aber Schwerstarbeit, aber dass es leicht werden würde, hier hat ja auch keiner gesagt. Und dann, glaube ich, am Ende auch noch ein ganz klein bisschen versprungen. One game ago. Eben die Frage von Leighton Hewitt an die Adresse von Stuhlschiedsrichter Norm Crist. Was sind das Bälle? Wann haben wir die getauscht? Und dann sagte Norm Crist, one game ago, vor einem Spiel, also genau genommen vor zwei Spielen. Denn es wird nach 7 gewechselt und dann, also Anschlagphase plus 7 Spiele und dann alle 9 Spiele. Vielleicht, das passiert ja auch mal, soll eigentlich nicht, wenn die 6 alten Bälle eingesammelt werden. Ballkind nicht richtig aufpasst, dann
kommen nur 5 neue und ein alter wieder ins Spiel. Und das würde eine Nummer 1 der Welt mit Sicherheit erkennen. Allein an der Farbe. Was riskieren. Zweiter Aufschlag, Hewitt. Netzberührung, Wiederholung. Aus der Ball. Und nachdem er bereits eine Breakchance hatte im vierten Spiel des ersten Durchgangs, hat Markus Hansch jetzt etwas befreiter aufspielend 2 weitere Breakchancen und zwar in Folge. Hewitt hat 3 von 4 gespielten Breakchancen gewonnen. Und wieder kein Erster beim Australier. Ach, versprungen. Die Vorhand Cross war natürlich gut, aber Hansch wäre da gewesen. Aber der Ball verspringt. Sehen wir hier. Ja, keine Chance. Die wird 1 Meter kürzer und 1 Meter flacher oder 0,5 Meter. Nächste Chance. Klasse! 4000 Zuschauer heben das Dach am Roten Baum an. Wer hätte das gedacht? Nicht nur wegen des verlorenen ersten Satzes, sondern auch so wie er das erste Aufschlagspiel von Hewitt ertragen musste zu 0. Wie er dann 0:30 zurücklag auf seinen ersten Punkt, wartete er. Da war die Gefahr schon gegeben, dass das hier wirklich ein Schnelldurchgang wird. Aber jetzt darf man wieder hoffen. Es war gut gespielt von Markus Hansch. Ja, ich glaube, das gibt jetzt Selbstvertrauen. Das muss ihm so viel Selbstvertrauen geben, dass er einfach da weitermachen kann. Vielleicht das Break sogar transportieren kann. Vielleicht noch etwas zum Leidensweg der letzten Monate von Markus Hansch, der, ich sagte es zunächst einmal, eine Handgelenksverletzung hatte und dann kam er wieder ganz gut in Schwung, hat in Brasov, das war im Herbst, Spätherbst letzten Jahres, in Brasov und Yokohama ganz gut gespielt bei den Challenger-Turnieren, dann die deutsche Meisterschaft, dann zu Beginn dieses Jahres in Doha, 2. Runde. Und dann ist er nach Australien gefahren, hat dort Quali gespielt und hat sich ein Virus eingehandelt. Hat Antibiotika bekommen und da schien irgendwas nicht richtig zu stimmen. Auf jeden Fall, das linke Auge war völlig zugeschwollen. Er hat trotzdem gespielt, hat gegen David Prinosil in der Quali verloren, hat danach 1 Monat Pause gemacht, dann Belgrad gespielt,
immerhin das Finale erreicht, gleich im ersten Turnier gegen den Holländer Van Schuppingen verloren. Immer wieder der vorwurfsvolle Blick auf den Boden. Das Geläuf in Hamburg ist schwer. Ja, der war viel zu kurz, auch da ein kurzer Verspringer drin. Naja, so gleicht sich das aus. So, jetzt Big Point. Der Bruder zittert sicherlich innerlich mit, fiebert mit. Sand, roter Sand im Getriebe von Leighton Hewitt. Spielball zum 3-1. Nummer 20, was die Abteilung Unforced Errors anging. Ja, das Publikum will mehr. Übrigens eine eigene kleine Fangruppe hier. Den Spielern sind wie im letzten Jahr Jugendabteilungen aus Hamburg und Umgebung zugeteilt worden, zugelost worden. Oben sitzen 8 Jugendliche vom TSC Glashütte aus dem Norden Hamburgs. Auf der Linie auch der. Diese 8 Jugendlichen, die brüllen ganz besonders laut und freuen sich über den Spielgewinn des Deutschen, der sich so ein ganz klein bisschen Luft verschafft hat. 3-1 führt. Und wer weiß, wenn Hewitt weiter seine Fehler macht wie in den letzten Minuten und Hanschk hundertprozentig da ist, und das sagt er vorher selbst, das müsse er, dann geht vielleicht doch was. Let push.
Gast. Schon der Return landete auf der Linie. Und dieser Vorhand-Winner auch. Gewonnene Punkte auf Sätze aufgeteilt. 29-15 im ersten. Jetzt heißt es 16-17. Sorry, da habe ich diese Abteilung falsch gelesen. Also, dennoch die Zahlen machen deutlich, dass Hans den zweiten Satz bisher dominiert hat. 30-15. An die Linie gespielt und da geht er mutig rein. Da haben wir die Gruppe aus Glashütte. Die drücken natürlich dem Deutschen die Daumen, denn wenn der weitergeht, dann gibt es morgen wieder freien Eintritt. Die dürfen so lange dabei bleiben, bis der Spieler ausgeschieden ist. Das war der 16. Unforced Error. Es waren nicht so viele wie Hansch. Die meisten von Hansch kommen aus dem ersten Satz, aber wer weiß. Dann haben wir noch einmal den Vater von Tommy Haas gehabt. 30-40, das stelle man sich vor nach dem ersten Satz. Der Deutsche hat Chance zum Doppelbreak gegen die Nummer 1 der Welt. In die andere Ecke, auf die andere Seite. Ja, nicht anfangen zu denken. Schön weiterspielen. Trockenes Schlucken bei Jason Stoltenberg, dem Coach von Hewitt. Er ist ein bisschen in Not. Und von erstem Aufschlag bei dem Australier kann man auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr reden. Ganz ungefährliches Spiel, auf das sich Leighton Hewitt hier einlässt mit diesem abermaligen Fehler. Zweite Breakchance zum 4-1. Verkehrt machen. Und die strahlenden Gesichter der Eltern sind auch etwas nachdenklicher geworden. Und gut gerettet von Sohnemann. Hewitt, sowieso schon mager im ersten Satz. Ist bei 28% erster Aufschlag angekommen. Kommt leider nicht. Erster Aufschlag perdu oder wie es im Englischen heißt, gone. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, da kommt er und Hans muss diesen ersten Aufschlag
geraumer Zeit zum ersten Mal wieder parieren. Schien da auch einigermaßen überrascht zu sein. 2-3. Aber zwei Breakpunkte. Da war der Deutsche fast schon in Gedanken im dritten Satz. Aber so schlecht konnte ja nun Hewitt nicht die ganze Zeit weiterspielen. Als Nummer 1 hat man ja auch eine gewisse Verpflichtung. So trifft Handstehen Aufschlag beim Return. Gelb erster Aufschlag, grün zweiter. Ist doch beim zweiten Aufschlag, wenn diese Grafik denn stimmt, sehr, sehr defensiv eingestellt. Ich sage das wohl noch, da müsste man ein bisschen mehr riskieren. Auf der anderen Seite sieht man, dass Hewitt, wenn er von rechts aufschlägt, variiert, ansonsten über die Rückhand des Deutschen geht. Und das gleiche umgekehrt. Dort trifft Leighton Hewitt den Aufschlag, Return. Wie gesagt, grün ist der zweite und da sieht man doch, dass er dem Ball wesentlich stärker entgegengeht als der Deutsche. Das sind also diese kleinen Unterschiede. Ich darf im Falle von Hanschk von einem Manko sprechen. Aber er spielt eben nicht jeden Tag auf diesem Level. Ich hatte vorhin ein bisschen angefangen, das Jahr noch Revue passieren zu lassen. Ich sollte vielleicht noch sagen, dass die Krankheit immer wieder kam, immer wieder Behandlung mit Antibiotika bei Markus Hanschk. In Lübeck hat er sogar beim Challenger in der Welsbachhalle mit 40 Grad Fieber gespielt. Das sollte man eigentlich nicht tun. Hat doch prompt gegen Alexander Waske verloren und ist hinterher in der Dusche ohnmächtig gewesen. Also, das sind Grenzbereiche. Dann hat er noch Sarajevo gespielt, Challenger in Mexiko war, in San Luis Potosi und in Leon. Und jetzt also hier dank der Wildcard im Hauptfeld eines Masters Series Turniers. Da hat man zumindest einen Punkt für das Champions Series und einige Punkte mehr für die Weltrangliste sicher. Aber ein Sieg wäre natürlich schöner. Hewitt liest das Spiel von Markus Hanschk jetzt wieder etwas besser. Nicht besser genau, da kommt der Rückhandschlag Cross. Seite und der sitzt wieder, der dritte wunderbar getimte, dosierte Lob von Hewitt Jr. Hinaus auf die Vorhand von Hewitt und dann gut das Spielfeld geöffnet. Ein wichtiger Punkt. Nur die Ruhe bringt es. Und hier haben wir diese wunderbare Rückhand-Longline schon, glaube ich, jetzt in der Form zum fünften Mal gesehen. Mit Ansagen diesmal.
das Ass Nummer 2. 3 Punkte in Folge. Ist das wichtig? Jetzt kein Rebreak zulassen, sondern das immer noch vorhandene Break transportieren. Spielball zum 4-2. Ja. Körpersprache 1 plus. Und auch seine Fans sind es zufrieden. Die Mädels sind es vom TSC Glashütte. 0:30 war das eben. Klasse rausgeholt. Unter anderem mit dieser wunderbaren Rückhand. Der war ein bisschen flach geworden. Ich sagte es, es ist die letzte Erstrundenbegegnung. Der Gegner in Runde 2 steht bereits fest. Das ist Arnaud Clément, der sich gegen Nicolas Lapenti aus Ecuador durchgesetzt hat, bereits gestern. Das Positive ist, das ist Tennis. Nahezu chancenlos im ersten Satz und plötzlich läuft es rund und der Favorit, vielleicht schon zu siegessicher, kommt ins Straucheln. Ah. Schwebt jetzt förmlich über dem Platz der Deutsche. So, als sei er von Wolke 7 getragen. Wieder die Möglichkeit zum Doppelbreak. Gleich wie dieses Spiel endet. Eins kann man jetzt schon sagen, dieser Markus Hamsch hat sich klasse verkauft. Zweiter Aufschlag, gut. Wollte ein bisschen zu viel. Den Killerschlag mit Ansage. Locker bleiben. Dieser Mann gibt nicht auf. Vom dritten Satz sind wir noch Kilometer entfernt. Ah, ganz knapp draußen, korrekt. Ruhig bleiben. Nicht anfangen zu denken. Klar, jeder weiß, ein Doppelbreak wäre schöner. Ein guter Auftrag von Hewitt. Wehrt zwei weitere Breakchancen des Deutschen ab, verhindert damit das Doppelbreak, das uns dem dritten Satz entscheidend näher gebracht hätte. Aber so bleibt es umkämpft. Ein Aufschlag, Verlust auf Asche ist nicht die Welt. Und wenn man die Nummer 1 ist, wie
Nathan Hewitt, dann ist recht nicht. Die Unforced Error ist aufgesplittet bei Hewitt. 13 mit der Vorhand, 6 mit der Rückhand. Nichts am Netz, keine Doppelfehler. Und bringt die Summe auf 19. Hanschk ist inzwischen bei 24. Unforced Errors. Ich nehme an, dass die Regie auch dort das aufsplittet. Auch er überwiegend die Fehler mit der Vorhand gemacht. Ein Doppelfehler, also im Grunde ähnliche Bedingungen. Na, die Jugendlichen versuchen hier die Welle in Bewegung zu setzen und das ist doch was Schönes. Und jetzt läuft sie, Laola, zum ersten Mal in einem so großen Stadion. Also, das ist keine Ablenkung, das ist Aufmunterung. Die 4000 lassen die Welle, ich sag mal, nicht überschwappen, aber sie lassen sie rumgehen und bei diesen Temperaturen sicherlich auch die Möglichkeit, sich etwas zu erwärmen. Der Hamburger Rotenbaum am Abend. Man wird abwarten müssen, ob diese Abendveranstaltungen ein Novum letztendlich angenommen werden. Aber gestern waren es 4000 und auch jetzt haben, ich sag mal, es sind wieder 4000 ihren Spaß. So, jetzt bitte Konzentration. 4-3 Break vor Aufschlag. Hanschke. Light. Ja, satt auf die Linie, serviert. Man liest es richtig den Zuschauern von den Lippen ab. Toll. Das finde ich auch, wie der sich hier jetzt verkauft. Die Nummer 210 der Weltrangliste. In der Rückhandecke tief angespielt mit viel Druck, mit guter Länge und dann wollte mal variieren. Er darf nicht überpacen, aber auch nicht ängstlich werden. Doch ein bisschen ängstlich. Haben Sie das gesehen eben? Der Aufschlag-Return, ein Vorhand-Slice bei Leighton Hewitt. Das sieht man auch nicht alle Tage. Scheint doch etwas verunsichert zu sein. Ist natürlich, der Australier ist schnell da drüben. Und er war auch unterwegs. Da kann man nicht einfach reinspielen. Dann läuft man in den Konter. Jeder Punkt wird jetzt von rhythmischem Klatschen begleitet. Zumindest die Vorbereitungsphase. Da draußen, zwei, drei Finger breit und Leighton Hewitt hat, das bleibt zu konstatieren, Chance zum Rebreak. Er hat schon über das Spiel in Paris vor 3 Jahren gesagt, der Deutsche, ich war so nah dran. Hoffentlich muss er das auch nicht in einer Viertelstunde sagen.
Richtige Maßnahme mal hinterher, aber der ist noch nicht tot. Aber aus. Gut vorbereitet, gute Tiefe und dann mutig vorgegangen. Spielball zum 5-3. Da wollte er hin. Fehler wird bejubelt, weil er den Punkt bringt, weil er den Spielpunkt bringt zum 5-3. Abgewehrte Breakchance von Markus Hanschk und wieder ein Schrittchen dichter an den Satzausgleich herangekommen. Der alte Spitzname von Hewitt, den ihm Darren Cale gegeben hat, war Rusty, was so viel bedeutet wie rostig. Nach dem guten ersten Satz scheint sich jetzt fehlende Matchpraxis bemerkbar zu machen. Hewitt macht inzwischen mehr Fehler als Markus Hanschk. Da wollen wir mal schauen. Ich glaube, der war okay. Ja, wenn der das ist und fixiert auf diesen Abdruck, Norm Crist. Yeah, but I think it caught right here. It's going this way. Yes. Ja, yeah. Also. Yeah, I think so. Da hat der Ball die Linie noch erwischt. Caught the line, sagt Norm Crist. Also kein Grund zu pfeifen. Konnte man eben der Name auch sehen am Fernseher. Alles okay. Das war komisch, da waren zwei Signale. Ich habe auch zweimal out gehört. Scheint ein Ruf aus dem Publikum gekommen zu sein. Das war die Pflichtaufgabe für Leighton Hewitt. Und gleich kommt die Pflichtaufgabe von Markus Hanschk hier, das Aufschlagspiel durchzubringen, um einen dritten und entscheidenden Satz gegen den haushohen Favoriten zu erzwingen. Leighton Hewitt hat hier ein Viertelfinale, das sagte ich, aus dem Vorjahr zu verteidigen. Und in einigen Wochen dann nach Paris, wenn die Aschenplatz-Saison beginnt, dann schlägt für ihn den Wimbledon-Sieger die Stunde der Wahrheit. Dann heißt es, die Punkte zu verteidigen. Und da gibt es dann für den Monat Juli unterschiedliche Konstellationen. Leighton Hewitt noch die Eins. Agassi wieder die Eins. Kommt auf Paris an. Und da gibt es vielleicht einen ganz neuen Spitzenreiter in der Weltrangliste. Und ich habe da so einen jungen Mann aus der Schweiz im Auge, Roger Federer.
Der muss diese Woche noch seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Hat heute einen guten ersten Schritt gemacht, in zwei Sätzen gegen Max Mirny gewonnen. Aber dann hat er freie Bahn. Hat nur eine Niederlage, erste Runde aus dem Vorjahr zu verteidigen in Roland Garros. Und das gleiche gilt für Wimbledon. Und da könnte Roger Federer mal eine ganz heiße Nummer werden. Gleich wie die Partie am Ende aussieht, wer in Runde 2 gegen Arnaud Clément spielen wird. Aber das Publikum wünscht sich jetzt, dass mit 9 Bällen noch weitergeht, den Satzgewinn für Markus Hatzschk. Es liegt an ihm. Es wird immer deutlicher, Leighton Hewitt kann die Rückhand und auch die Vorhand von Markus Hanschk nicht richtig lesen. Der wartet lange, wie man so schön sagt, maskiert sie gut und bringt den Australier doch auf der Rückhandseite ein um das andere Mal in Verlegenheit. Zittert das Ding doch ins Aus, aber nichts da. Der Bayer bleibt cool. Hier lockt er den Australier prima und dann nicht gerade elegant, aber effektiv. Zweimal Satzball für den 25-jährigen Deutschen. Knapp anderthalb Stunden gespielt. Nach einer halben Stunde sah es ja nicht gut aus nach dem ersten Satz 1-6. Aber dieser zweite Satz, die zweiten und dritten halben Stunden, die haben uns verwöhnt. Das ist natürlich Pech. Hoffentlich hat er jetzt den richtigen genommen. Zweiter Aufschlag. Beim ersten Satzball. Jetzt hinterher. Abhaken, nach vorne schauen. Möchte man Markus Hanschk zurufen? Oh, der Bruder zittert.
der lebt das voll mit. Zweiter Satzball. Auf der Linie. Ja, und der war an der Linie hier unten. Leighton Hewitt macht doch keine Anstalten, da zu protestieren. Der war halt dran. Er macht den Fehler, der Australier. Und Samba. Laola haben wir schon gesehen. Samba am Hamburger Roten Baum. Unglaublich, wie der 25-Jährige in die Partie hineingefunden hat. Und jetzt werden Schläger weggebracht zum Bespannen. Der Bruder Alfred soll die gleich rausbringen. Aber der wird gleich, nachdem wir die Statistik vom zweiten Satz genossen haben, wieder bei Sascha Vandermann sitzen. Also, tolles Ding. 6-4 für Hansch im zweiten. Der Aufschlag von Hewitt bescheiden. Etwas besser geworden am Ende. Da war ja zeitweilig im 20er Bereich. So, jetzt aber zu Bruder Alfred. Der muss ja gleich die Schläger wegbringen und Sascha Vandermann. Ja, wir sind bei den Schlägern. Markus Hansch hat nur noch einen Schläger und Bruder Alfred muss sich schnell wegbringen. Ganz kurze Information, wie werden Sie denn jetzt bespannt? 23 Kilo, also drei Schläger sind gerissen. Normalerweise halt ein Schläger das ganze Match. Das ist schon ziemlich überraschend und mal schauen, was der nächste Satz bringt. Jetzt sage ich noch mal ganz schnell einen Satz zum Verlauf des zweiten Satzes. Ich sage mal Hallihallo, wie kann es da so eine Wendung geben? Was sagt denn der Bruder dazu? Ja, Hewitt hat jetzt mehr Fehler gemacht, hat vorsichtiger gespielt, dann ist Markus mehr ins Spiel gekommen. Jetzt müssen halt die Aufschläge noch besser kommen, weil die sind nach wie vor eine Katastrophe. Aber Sie glauben dran, an den Sieg auch, nicht nur an den Satzgewinn. Ja, sonst wären wir gar nicht hier. Okay, dann viel Spaß beim Schläger wegbringen. Beeilen Sie sich. Danke. Tja, ein bisschen dünn ausgestattet, aber wenn es sonst immer gut geht, man steckt ja nicht drin. Aber jetzt muss Alfred wirklich im Sprint dahin gehen und die Schläger bespannen lassen. Also ich glaube nicht, dass viele von den Zuschauern hier angesichts der Spannung, die plötzlich aufgekommen ist, das Stadion, die Arena verlassen. Es war Ladies Day dieser Dienstag und da haben Damen in der sogenannten Kategorie 2, also damit meine ich nicht die Damen, sondern die Sitzplatzkategorie, 50% Ermäßigung bekommen, alles ausverkauft und auch von den anderen Abteilungen nur wenige Restkarten noch am Mittag zu erhalten. Also man kann von einem ausverkauften Haus an diesem zweiten Tag sprechen. Dass nicht alle den vollen Preis bezahlt haben, das muss man vielleicht gesondert bewerten, aber dass Leute an die Hallerstraße, an den Roten Baum kommen, um Tennis zu sehen, das ist erfreulich. Am Muttertag, am zweiten Tag der Quali, 6.500 Zuschauer. Der Großteil war dann auch Zeuge bei der Auslosung dieses 64er Hauptfeldes. Yeah. 40.
kurze Polygon. Und dieser Aufschlag hatte gerade mal eine Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Kein gutes Zeichen bei Leighton Hewitt, auch wenn er noch zwei weitere Spielbälle zum 1-0 im dritten hat. Noch ohne Ass der Australier, auch ohne Doppelfehler, aber die schweren Bedingungen am Hamburger Roten Baum, die sind bekannt, kaum Geschwindigkeit, vielleicht ist auch ein bisschen ängstlich geworden angesichts der Gegnerschaft. Oh, da war versprungen und ist dann wieder zu kurz gekommen. Ja. Angestrengte Gesichter im Camp von Leighton Hewitt. Es ist nicht sonderlich warm. Knappe 10 Grad würde ich mal schätzen. Noch etwas kühler als gestern Abend, aber Gustavo Kürten, der gestern die Premiere hier gespielt hat und auch gewonnen hat, der war hochzufrieden mit der Abendveranstaltung. Er sagte, er sei sowieso kein Morgenmensch. Für ihn beginne das Leben nachmittags und dann vor allen Dingen abends. Und über Temperatur ist überhaupt nicht gesprochen worden. Wieder wirkte der Australier etwas indisponiert beim Return. Ist nicht drüber gegangen. Ich sage Ihnen das, weil Sie ja zu Hause am Schirm das Ganze nur zweidimensional sehen. Die Schläger sind weg, natürlich noch nicht wieder da, aber ich glaube, da wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet. Was wäre, wenn? Wage ich gar nicht dran zu denken, wenn er wirklich seinen letzten Schläger in der Hand hat. Wohl mal bei Schüttler zugeguckt. Der gute Markus Hantsch, wunderbarer Dropshot. Schön eingewickelt und der kommt da gar nicht mehr richtig hoch. Selbst das Lauf von der Hewitt kommt nicht dran. Eins beide. Ja, zweiter Aufschlag, der war noch auf der Linie. Und da ist hier die Faust, 0:30. Vorhin habe ich mal im zweiten Satz mal gesagt, oh, vielleicht geht da wirklich noch was. Da geht anscheinend
noch jede Menge bei Markus Hampschen. Der deutsche Meister gegen den Weltmeister, gegen den Masters Cup-Sieger, den amtierenden Wimbledon-Sieger. Berührung. Wir haben noch mal bei Bruder Alfred nachgefragt. Es ist wirklich definitiv der letzte Schläger. Wir versuchen gerade in unserer Erinnerung auch herauszukramen. Nicht ob es Goran Ivanisevic war, sondern er war es. Aber wo das war, dass er keine Schläger mehr hatte und das Spiel einfach nicht beenden konnte. Ich meine, es sei in Wimbledon gewesen vor einigen Jahren. Befreiungsschlag im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat Breakchance im dritten Spiel nach dieser mächtigen Vorhand. Kommt Hewitt. Ja, einmal gezögert. Der ist noch warm. Der nicht mehr. Ah, das war vor dieser Szene, dass er, glaube ich, hinterher hätte gehen müssen. So ist er einmal kurz geworden und Hewitt ist sofort da. Natürlich, der Mann hat Erfahrung. Auch in solchen Situationen, obwohl sie ja seltener geworden sind, hat das Herrentennis ganz gut im Griff gehabt in den letzten zwei Jahren. 75 von die Nummer 1. Da kommt er ran und der ist gut, oder? Nein, der ist draußen. Aus dem Selbstgänger ist Schwerstarbeit geworden für die Nummer 1 der Welt. Und ein guter Aufschlag und hören sich das an. Ein lautes Ja. Ansonsten Come on Rock. Sein Markenzeichen. Breakchance abgewehrt. Und da kann man die Nerven wieder ein ganz klein wenig beruhigen. Noch ist alles drin. Ein dritter Satz, ein entscheidender Satz, auch der fünfte, wenn er denn gespielt wird, ist immer eine offene Angelegenheit. Wir sehen es hier, wie der Deutsche dampft an diesem kühlen Dienstagabend an der Elbe.
Zuschauer alle tief vermummt. Sie wissen natürlich, was sie erwartet, wenn sie den Wetterbericht gehört haben. Von kühler Witterung, besonders am Abend die Rede ist. Aber wenn man erstmal so richtig in Schwung gekommen ist, wie diese beiden, dann, glaube ich, spürt man diese Temperaturen nicht mehr. Letzter Einsatz also, ich sagte, es war Davis-Pokal-Viertelfinale, haben die Australier in Malmö gewonnen, stehen damit im Halbfinale, das sie gegen die Schweiz führt. Das andere Halbfinale Spanien gegen Argentinien. Das Dach ist geschlossen, das Flutlicht an. Eine Stunde und 45 Minuten gespielt. Und eine Vorentscheidung ist in dieser letzten Erstrundenpartie noch nicht gefallen. Und das Dach übrigens zurecht geschlossen, denn es hat wieder angefangen zu regnen. Ungetrübter, nicht durchnässter Tennisgenuss also am Roten Baum dank dieser großartigen Dachkonstruktion. Sehr guter Aufschlag, weit in die Vorhand hinein. Ein erstes kleines rotes Warnlicht ist angegangen. Sehr gut, vor allen Dingen, weil sehr mutig. Oh, da wollte er zu viel. Alles richtig gemacht. Wieder diese Rückhand. Die Linie hinuntergeschickt. Und dann den Ball doch aufspringen lassen. Aber den will er als Volley aus der Hüfte spielen. Und macht den Fehler. Thank you.
dazu gehört auch Mut. Da lässt er den 22 Jahre jungen Australier aber ganz schön alt aussehen. Spielball zum 2-Beide. Den kriegt er nicht von den Füßen hoch, der Australier. Patrick Kühn wagt es gar nicht zu glauben, was hier an diesem Abend möglich ist. Vielleicht spielt Markus Hansch ja in die zweite, vielleicht gar dritte Reihe im deutschen Herrentennis zurückgedrängt. Heute das Spiel, das Match seines Lebens. Der Blick nach oben. Ist das wirklich wahr? Steht es wirklich 2-Beide im dritten? Habe ich wirklich den ersten Satz nach einer halben Stunde 1-6 verloren gegen die Nummer 1 der Welt? Versucht abgeklärt zu wirken in der Australier. Da kommt er gerade noch mit dem Steger ran. Wenn wir hier gleich noch mal sehen. Sogar schräg rangehen, deswegen dieser extreme Schnitt. Unforced Error Nummer 29 bei Leighton Hewitt. Und wieder die Hoffnung, in Besitz eines Breakballs zu kommen. Das wäre der insgesamt 9. Und dann wäre es an der Zeit, mal einen zu verwerten. Er nimmt die Sache ernst, ernst genug. Ja, die Pause, die er eingelegt hat, ist offiziell begründet worden mit einer Erschöpfungspause auf ärztliches Anraten hin. Aber erstmal diese Grafik, mal sehen, was uns hier so serviert. Also Hansch. Schwarz sind die Asse, Stöcker 2 sehen Sie am rechten Rand, über die Vorhandseite serviert. Gelb der erste.
eigentlich ganz gut variiert. Und die grünen Punkte sind die zweiten Aufschläge und die gehen meist über die Rückhand des Australiers. So, die Schläger sind inzwischen gekommen. Und so serviert Leighton Hewitt, wenn er von rechts serviert, gemischt. Wenn er von links serviert, möglichst tief in die Rückhandseite, besonders mit dem zweiten Aufschlag gut zu erkennen, von Markus Hartsch. Die Schläger sind also angekommen. He's on the way, if you want to wait for him. Da hat es eine Blase gegeben. Der Physiotherapeut ist auf dem Weg, aber wenn ich das richtig verstanden habe, sagt Markus Hansch, that's okay. Er kennt keinen Schmerz. Und so lange ist es ja auch nicht mehr hin, bis diese Partie entschieden sein wird. Fast 2 Stunden gespielt. Eine inzwischen aufregende, spannende Angelegenheit. Eine gute Partie. Markus Hansch, ich sehe ihn auch nicht jeden Tag, aber ich glaube, er spielt jetzt hundertprozentig das, was er kann. Das erklärte dem Physiotherapeuten, warum er das Wasser so angelegt hat. Also was macht ihr jetzt, fragt Norm Crist, und dann sagt der Physiotherapeut, ich nehme einen Medical Timeout, das ist der offizielle Begriff. Und damit hat er also jetzt jede Menge Zeit, diesen kleinen Verband richtig anzulegen. Den können sie auch noch 3-mal tauschen, wenn die Zeit läuft. Eine solche 3-minütige Verletzungspause kommt dann auch nicht wieder. Das war's dann, aber keine Tragik. Noch ein Schluck. Die Nerven beruhigen. Und es kann weitergehen. Im dritten Satz, in dem es bisher eine einzige Breakchance gab. Und die hatte der Deutsche im dritten Spiel. Fans machen Lärm, allen voran die Jugendlichen, seine Fans aus Glashütte. Jetzt gilt es. Wunderbar den Platz geöffnet. Gesehen. Okay. Ja, da muss aber, nachdem die richtige Stelle eingekreist worden ist, Zustimmung von Hewitt, Norm Crist einmal mehr sich bewegen. Der ist draußen, sagt er. Ziemlich deutlich sogar. Was wäre das Leben ohne Grafik? Springen sie teilweise auf, die Zuschauer hier, nach 2 Stunden Spielzeit.
holt Markus Hanschk noch jede Menge an sich heraus. Es könnte das Spiel in seiner Karriere werden. Die Nummer 1 zu schlagen, ich glaube, den Scalp, den sportlichen Scalp natürlich, würde er gern mit nach Hause nehmen. Kurzer Prozess mit diesem zweiten Aufschlag. Die Linie hinunter aus der Rückhandecke mit der Vorhand. Jede Menge Zeit. Also unabhängig vom Spielausgang. Im zweiten Aufschlag darf noch gearbeitet werden mit dem Bruder. Auch an so manchem anderen noch. Also 2 Stunden jetzt voll. Oh, das heißt, Spiel Hatsch. 3 beide im dritten. 3 beide. The game's off. Die verteilten Punkte im dritten Satz, das verrät mir mein Monitor, 20 zu 17 zugunsten des Deutschen. Man sucht ja so gern nach einigen Hilfspunkten, die ihn ins Ziel bringen könnten. Absichtlich. An diesem Abend muss Markus Hanschk alles mobilisieren, was er aufbieten kann, alles bringen. Wann sonst? Und wieder treibt der Juhe zum Fehler. Er penetriert ihn förmlich da in der Rückhandecke. Zwischendurch auch mal mit dem Slice. Lässt keinen richtigen Rhythmus für den Konterspieler Hewitt aufkommen. Und der ist in Not. 7. Spiel bei 3 beide im dritten. Breakpoint, Sie sehen es oben links eingeblendet, für ihn. Jetzt muss der Australier vor und er kommt vor mit Hilfe der Netzkante. Aber jetzt ist es ihm anzumerken. Jetzt lässt er auch Emotionen raus. Er weiß, was die Stunde geschlagen hat. Einmal mehr hilft die Netzkante. Nice throw. Einstein, Deuce. Thank you.
Falsche Seite. Zu kurz. Wieder wehrt Leighton Hewitt eine Breakchance ab. Die zweite in diesem dritten und entscheidenden Satz. Und er bleibt in Führung. Aber es spitzt sich langsam zu in diesem letzten Match des Tages. Gestern Abend hat es noch eine zweite Partie gegeben, die dann bis 23 Uhr andauerte. Aber da waren die meisten Zuschauer, als James Blake verloren hatte, schon auf dem Weg nach Hause. Aber ich glaube, die, die heute Abend gekommen sind, werden das nicht bereuen. Aus dem Flop, so sah es aus, ist ein richtiger Flip geworden. Das Publikum lässt nicht nach, unterstützt Markus Hantzsch bei seinem Riesenfight gegen die Nummer 1 der Welt nach wie vor und unbedingt. Modell Rusty, Sie sehen es oben links auf dem Kopf stehend, leider eingeblendet. Time. So, wieder der Druck beim Deutschen. Er hat die Linie geputzt, glaube ich, und wird danach geguckt. Norm Chris ist auf dem Sprung. Lässt Stewart ihn kommen. Nee, alles okay. 30. Drei Asse bei Markus Hantzsch. Fehler Nummer 34 bei Gut, und der ist bald dran an den 36 Unforced Errors von Hantzsch. Service
Service Winner zum Spielgewinn. 4-beide. Okay. 25 Jahre alt. Es ist nie zu spät für eine Karriere. Obwohl, eine Schwalbe macht ja keinen Sommer, aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Vielleicht, ich nehme da ein Zitat von Toni Inauer aus dem Skifliegen, aus dem Skispringen. Irgendwann muss einem der Stern ja mal aufgehen. Und jetzt geht's los, wird skandiert am roten Baum. Neun Grad Celsius werden eingeblendet. Kein Zuckerschlecken. Ja, ich meine, der war richtig entschieden draußen. Oh, und jetzt ist da, glaube ich, ein Ballmädchen rübergelaufen über die Stelle. Ball is out. Yes, sir. Yeah, it's going that way and it is out. Norm Chris, habe ich schon häufiger gesagt, muss mal beim Militär gewesen sein. Er nennt die Spieler immer bei Fragen Yes Sir, No Sir, that ball was out. 30-0 Hewitt. Und Ass. Das allererste nach 2 Stunden und 12 Minuten von Leighton Hewitt. Doppelfehler. Leichte Vorteile für den Deutschen. Nach 40-0. 40-30. Routine eine Rolle. Dieser Return ein Tick zu kurz und schon geht Leighton Hewitt voll zwei Schritte rein und schlägt den Winner. Schwerstarbeit für den Mann, der die vorige Woche in Berlin war bei den German Open der Damen. Dort hat ja seine, das ist die verlobte Dauerfreundin Kim Kleisters aus Belgien, das belgische Finale gegen Ena Arden gespielt. Er ist da natürlich immer ein gern gesehener Trainingspartner, Sparringspartner für die Freundin. Und gleichzeitig darf er sich fragen, ob das dann, wenn er da keine gleichwertigen Herren hatte als Gegner, die richtige Vorbereitung war. Ein hektischer Leighton Hewitt sieht die Welle um sich herum.
kreisen. Unermüdlich das Publikum am roten Baum. So, es geht so langsam ans Eingemachte. Die Entscheidung steht an in den nächsten Minuten. Wer zieht ein in die zweite Runde? Der Favorit oder der große Außenseiter, Herr Markus Hanschke. Nummer 4. Allerdings hat der Deutsche dem Australier das Leben diesmal leicht gemacht, denn dieser tiefe Rückhandvolley, den spielt er ja Hewitt förmlich auf die Vorhand. Würde ich sagen, der könnte auch an der Linie gewesen sein. Ja, bitte nachgucken. You got the mark? Oh, show me the mark. Du weißt, show me the mark. Zeig mir den Abdruck. Hoffentlich weiß der junge Mann das noch. Da ist er. I can't identify the mark. As I told you before, we go with the call. Ich kann den Abdruck nicht identifizieren. Also, das ist Pech. Nach dieser Grafik wäre der Ball an der Linie gewesen. 0:30, Bewährungsprobe für alle jetzt. Auch besonders für Markus Hanschke. Wieder wird ausgerufen. Jetzt wird's eng. Da war auf den schnellen Punkt aus der Aussie schief gegangen. Aber das ist natürlich jetzt eine kribbelige Situation. Big, big point. Mit Begleitmusik von Leighton Hewitt. Wieder ein harmloser Zweiter. Er bringt letztendlich die Entscheidung in diesen Punkt. Und vielleicht die Vorentscheidung in der Partie, denn der Australier braucht nur noch einen Punkt. Er hat zweimal Matchball nach jetzt 2 Stunden und 18 Minuten. Ins Aus. Matchball Nummer 1 ist weg. Es folgt Nummer 2. Alfred muss leiden. Wie die alle.
klang ja schon fast, als hätte Hanschk das Match gewonnen. Er hat den zweiten Matchball abgewehrt. Und wie? Jetzt stehen sie wirklich auf und applaudieren dem deutschen Meister. Einstein, Duke. Zweiter Aufschlag nicht fair. Den haut ihm Leighton Hewitt eben wieder um die Uhr. Wieder Vorteil. Matchball Nummer 3 für den Australier. Trotz der Temperaturen war ja auch ein bisschen skeptisch zu Beginn, aber das ist jetzt ein 5-Sterne-Match, das der Deutsche abliefert, unabhängig jetzt, ob er als Sieger oder als Verlierer den Platz verlässt. Von Seiten des Australiers. Der steht auf der Linie vor der Grundlinie und mal schnell, mal langsam, kein allzu großes Risiko eingehend, macht er nur Druck und treibt seinen Gegner letztendlich zum Fehler. Matchball Nummer 4. Das wäre mal wieder schön. Ist die Vorhand im Aus. Knapp 2,5 Stunden. Ein Riesenmatch. Und schauen sich Leighton Hewitt an, wie der sich freut, gegen Markus Hanschk, die Nummer 210 der Welt, gewonnen zu haben. In 3 Sätzen. Dann wird es eingeblendet mit 6-1. Da dachten alle an Schnelldurchgang. 4-6 und einem 6-4 im dritten, nachdem er 2 Breakchancen abwehren musste. Eigentlich Punktvorteil für Hanschk im dritten, aber der Sieger ist Leighton Hewitt, der Mann mit der Erfahrung. Markus Hanschk, der in 5 Sätzen vor 3 Jahren gegen Hewitt in Paris verloren hat in Roland Garros, sagte, da war ich nah dran. Und ich glaube, das kann man auch heute sagen, er war nah dran. Stehende Ovationen für, glaube ich, beide und besonders für ihn, Markus Hanschk. Auch wenn er verloren hat. Ein großer Tag in seinem Leben, in seiner Karriere. Wir haben Leighton Hewitt am Mikrofon. Bitte schön, Sascha Bandermann. Ja, das war ein Wahnsinnsmatch von Markus Hanschk. Und jetzt mal die Frage an Leighton Hewitt, den Gewinner, ob er sich das so schwer vorgestellt hat gegen den deutschen Meister, die 210 der Welt gegen die Nummer 1. Leighton, did you expect that match to be so tough? I mean, he's the German champion, 210 in the world, and you're number one. Yeah,
I played him a couple of years ago at the French Open in the second round, and I won in five sets, and I had to come back from 2-1 down. I think this is his best surface. He's got playing in his home country. He's got nothing to lose. He's playing the number one player in the world, and this is my first match on clay. For me, I came out and played an incredible first set. Played one slack game in the second set, but for me, it's nice to have a win. Er sagt, er hat gegen Markus, ja, 2000 bei den French Open schon mal gespielt und dann nur ganz knapp in fünf Sätzen gewonnen. Das hatte unser Kommentator Gerd Schepanski auch angesprochen. Deshalb war er natürlich ein wenig vorbereitet und er sagte, Markus hatte hier nichts zu verlieren, konnte frei aufspielen und das hat er auch getan und er ist einfach nur froh, dass er hier heute durchgekommen ist. Leighton, one last question, eine letzte Frage an Leighton. Er hat seit langer Zeit kein Match mehr gespielt, am 4. April war sein letztes Spiel im Davis Cup und da wollte ich mal fragen, ob die Pause ihm vielleicht ein bisschen Probleme bereitet hat. You didn't play for a long time. Your last match was in Davis Cup, 4th of April. Is that maybe something that's still bothering you and you lacking a little bit of match practice? Oh, for sure. This is my first match on clay for the year. And it's always going to be a tough ask, but my main goals are the French Open, Wimbledon, US Open and the Davis Cup this year. I really want to win the Davis Cup this year for Australia. We're in a good position now. And the Davis Cup took a lot out of me in Sweden. I just felt like I needed a break. I won Scottsdale in Indian Wells just before that. I just needed a bit of time off. Okay, thank you very much, Leighton. Thanks. Also er sagt, er musste mal eine kleine Pause einnehmen, weil er hat viel gespielt und ganz wichtig war für ihn, dass er die nächsten Wochen, nämlich auch Paris, Wimbledon, das sind seine Hauptziele in diesem Jahr, dass er die erfolgreich gestalten kann und deshalb hat er seit langer Zeit kein Match mehr bestritten. Also und ich gebe ab an Monika Lief.